Willkommen zur bisher nervigsten Stelle des Spiels. Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword HD. Hier in der Wüste Ranel mit diesen lustigen Rollkrebsen, die mich einfach nur extremst nerven. Aber leider benötigen wir sie, um über diesen Fluss zu kommen. Unter anderem über diesen Fluss. Eine Treibsandstelle haben wir beim letzten Mal schon erledigt. Hier treiben sie nun wirklich. Denn, ja, der Sand kommt von dort oben herunter. Macht das Ganze also ein bisschen... Ja, macht es das schwieriger. Es ist auf jeden Fall eine andere Erfahrung, ein anderes Erlebnis. Dort drüben ist, glaube ich, sowieso nichts. Also, da werde ich jetzt mich nicht hinbegeben. Da hinten, ja, weiß ich nicht. Konnte man da nicht sogar was sprengen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es, glaube ich, mal versuchen. An beiden Orten. Und gleich sollte auch unser Ding hier verrotten. So. Aber wir sind ja jetzt schließlich auch da. Ja, alles klar. Dann einmal dich töten. Ja, viele Bomben haben wir jetzt zwar nicht mehr. Aber ich werde es einfach mal versuchen. Ich meine, hier sind immerhin zwei von diesen Büschen. Es ist ja schon sehr verdächtig. Okay. Das war nix. Schade. Aber da drüben? Kann da wirklich was? Also, würde mich halt auch irgendwie wundern. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Kostet ja nur ein bisschen Zeit, hier mit dem Ding rumzufliegen. So. Und wir müssen natürlich auch das Ding treffen. Also den Rollkrebs. Was aber ganz gut gerade klappt. Das ist schön. Wir müssen auch wieder zurückkommen, auch das ist klar. Aber hey. Vielleicht ist da irgendwie ein Schatz vergraben oder irgendwas. Ja, ich glaub's auch nicht, auch selber nicht. Nee, also wir können hier nichts kaputt sprengen, da bin ich mir doch recht sicher. Eine Fee. Ach, die kann ich gerade sogar ganz gut gebrauchen. Komm mal her. So, und dich kann ich sowieso gut gebrauchen. Oh je, dich kann ich sowieso gut gebrauchen, denn sonst komme ich nicht mehr zurück. Wobei das jetzt gerade ein bisschen blöd werden könnte. Von der Reichweite, von der Dauer des Käfers. Aber das müsste eigentlich reichen. Denn das ist schließlich auch der vorgesehene Weg, wie man hier rüberkommen soll. So, und jetzt kommen wir auch endlich weiter Richtung dieses großen Symbols. Was man schon vom Anfang der Wüste aus sehen konnte. Wo uns unsere Mission ein wenig klarer werden wird. Hier braucht man, glaube ich, keine Abkürzung, oder? Oder braucht man hier eine? Ich guck mal gerade. Na. Doch, ich glaube auch, oder? Moment. Ja, das muss ich gerade nochmal... Ja, ja, da hinten können wir uns auch eine Abkürzung machen. Gut, dann machen wir das zuerst mal. Sonst ist das ja alles ein bisschen doppelt und dreifach, was wir später vielleicht mal machen müssen. Denn dass wir hier nochmal hin müssen, das sehen wir, glaube ich, schon anhand dieser lustigen Symbole mal wieder. So. Und dann haben wir es auch viel, viel leichter. Dann müssen wir diese beiden Treibsandbereiche nie wieder so machen wie jetzt. Und das ist mir eine sehr wichtige Angelegenheit. Die nerven mich einfach nur. Gut. Dann jetzt aber wirklich. Gab es da noch eine Vogelstatue eigentlich? Ich glaube erst im neuen Bereich, ne? Ja. Sieht so aus. Hier noch was? Ja, Herzen. Let's go. Sieht echt beeindruckend aus. Und ich weiß einfach noch ganz genau. Ich glaube, damals hatte Domi an dieser Stelle hier in seinem Original-Let's Play den Caleb dabei. Ich weiß auf jeden Fall noch genau an dieser Stelle hier, haben die beiden Triforce gesagt. Und ich habe so hart gecringed. Oh Mann. Na kommt her. Dann halt nicht. Könnt mich mal. So, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Wir müssen diesen Stein da oben aktivieren. Alles klar. Also auch dieser Bereich würde sehr viel mit Zeitreisen zu tun haben. Besonders dieser Bereich eigentlich. Eine Äonenblume und mal wieder ein Gegner mit Waffe. Sehr schön. Das war einfach. So, ab in den nächsten Bereich, in die nächste Lore steigen. Da drüben ist schon wieder eine Äonenblume. Krass. Schön, schön.
Und da kommen wir hin, indem wir das Ding da aktivieren. Allerdings sollten wir das mit dem Käfer machen, weil sonst... Wobei, warte mal gerade. Noch nicht. Noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier was anderes tun vorher, oder? Ja, das ist insgesamt der Rückweg. Eigentlich. Warte mal, wo ist die Lore? Die Lore ist da. Da drüben ist keine, ne? Warum sollte man das da tun eigentlich? Ja, es bringt uns halt nicht, das zu aktivieren, weil dann würde halt die Lore da aktiviert, aber da sind wir ja noch lange nicht. Unser eigentlicher Weg führt uns jetzt erstmal hier lang. Da oben sehen wir nämlich vielleicht auch schon so einen, also ich kann es zumindest sehen, ich weiß es ja auch, dass hier oben ein Zeitstein ist, der uns weiterbringt. So, zack. Aber dann da hinten möchte ich eigentlich trotzdem ganz gerne hin. Und das sieht einfach unglaublich schön hier aus. Ich hätte einfach ganz gerne mal so eine Ansicht, wo alles hier in der Vergangenheit ist. Das fehlt im Spiel meiner Meinung nach so ein bisschen, weil es halt echt hübsch ist. So, jetzt müssen wir, stimmt, aufpassen. Denn hier befindet sich ein Schalter. Ah ja, das Ding fährt auch noch zurück dann. Ja, scheiße, okay. Ich wusste, dass ich auf irgendwas achten muss. Ich dachte aber, es wäre nur die Dekorania. Nein, wir müssen auch den Schalter während der Fahrt aktivieren. So. Sonst fährt das Ding nämlich zurück. Ich mag es, wie viele Blumen hier sind. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Und da vorne steht mal wieder der Marugo, hieß er, glaube ich. Und wir dürfen uns jetzt hier gleich einen Zeitstein raussuchen. Ich weiß aber, glaube ich, wo er ist. Hallo. Oh, so trifft man sich wieder. Marugo, ja. Ich will dir nicht so nahe treten, aber dich trifft man an wirklich den verrücktesten Orten, Mann. Aber hör mal, ich habe hier gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Krass. Und stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihre Kleider waren ganz so, wie sie die alten Schriften schilderten. Warum ist der Text so weit unten? Sie ist mit einer anderen Person in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen. Ja, aber das gab eine riesige Explosion und das Resultat siehst du ja. Jetzt kommt hier keiner mehr durch. Super, ne? Ich wüsste nur zu gerne, was sie da gesucht haben. Ich würde mal vermuten, ein Zeitportal. Ich wollte mich doch nur erstmal an dieses Insekt dran schleichen. Ach Mann! Bewegungssteuerung! Fuck you! So, ich sollte mal mein Schild ausrüsten. Der ist nämlich... Nö, anderes Menü. Gar nicht aktiv. Den könnte ich aber gerade sehr gut gebrauchen. Gegen diese beiden Octoroks. So, nächste Chance. Ganz langsam hier. Ganz langsam. Okay, das war nicht ganz langsam, gebe ich zu, aber ach, ist doch kacke. Können wir ja auch mit einer Bombe killen eigentlich? Na, scheiße. Wenn wir nicht zielen, so... Was? Ach so, das Ding hat ja gespuckt. Ich vergaß. Du Arschloch. Oh Mann. Ja, gut. Wir haben jetzt im Endeffekt eigentlich nur gelernt, dass wir hier nicht lang können. Und müssen uns jetzt einen Alternativweg suchen und der führt uns erstmal hier lang. So. So viel schon mal als Spoiler. Ja, wobei, da oben ist ja... Ist hier oben überhaupt was Spannendes? Weil... Ich meine, hier war was Spannendes, aber ich weiß nicht mehr was. Weil der Zeitstein, der ist ja da hinten. Ist hier auch noch einer? Oder war hier wirklich nichts? Mann, Steuerung, bitte. Jetzt gerade hat es aber mal wieder. Immer noch besser als Buttonsteuerung. Ist halt leider so. Ist hier noch ein anderer Zeitstein? Tatsächlich. Okay. Ach so, ja, Leute, ich muss auch erstmal da hinfahren und das Ding würde nur den Bereich da aktivieren. Würde uns aktuell nicht viel bringen. Gut. Haben wir also eine Lektion quasi geskippt, die wir hätten lernen sollen. Ach bitte. Ach komm. Link, was kannst du eigentlich? Jetzt mal ehrlich. Ich glaube, die Frau in Schwarz hatte recht. Du kannst einfach nichts. Und mein Cursor ist schon wieder komplett am Arsch. Nein! Na, oh, du hässliches Viech. Also du bist wirklich todhässlich. Und jetzt auch tot. Versuchen wir uns mal an den anzuschleichen. Arschloch. So. Und jetzt ist er wieder in der Vergangenheit und damit sowieso tot. Leider haben wir jetzt kein Loot dafür bekommen. So, und jetzt müssen wir tatsächlich...
Achso. Achso, stimmt, der steht ja noch davor. Den habe ich jetzt ganz vergessen durch den Kampf. Uff, das war knapp. Danke für deine Hilfe. Dies ist der Tempel der Zeit. Achso, warum rede ich ihn eigentlich menschlich? An diesem Ort befindet sich das Zeitportal, das die Göttin erschuf. Wir halten die Umgebung des Tempels sauber. Zum Zeitportal gelangst du durch das Tor. Was meinst du? Du suchst einen anderen Weg? Nun, der Tempel der Zeit ist mit dem Ranel-Steinwerk durch einen unterirdischen Gang verbunden. Das Steinwerk ist hier. Ach ja? Nanu, diese Karte hat Fehler. Ich repariere sie. So, und jetzt wird die Karte auch hilfreich, denn er repariert sie in seinem Sinne. Das Ranel-Steinwerk ist da vorne. Alles klar. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass die WR-301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Danke für den Hinweis. Wieder was gelernt, Fei. Oh mein Gott. Lass mich doch einfach ordentlich ziehen. Der verstellt sich halt so hart aktuell, ne? Das ist nicht mehr feierlich, du. Wir müssen doch bis zur Grenze fahren, oder was? Komm, fahr weiter, bitte. Ja, ja gut, ich glaube, ich muss es einfach nur da vorne hinschieben, dann halt. Dann reicht das schon. Oder? Nee, noch, der bleibt hier auch stehen. Alles gut, so. Wichtig, Himmelsstrahl aufladen, denn während der Fahrt müssen wir jetzt diesen Block treffen. Blockchain. Tolles Keyword, ne? Oder Buzzword, besser gesagt. Digitalisierung. Big Data. Cloud Computing. So, let's go. Wir könnten jetzt dadurch weiter, und das ist auch empfehlenswert. Da gab es noch irgendwas Tolles, oder wir kommen an einem tollen Ort raus oder sowas. Auf der anderen Seite ist hier noch eine Ionenblume. Tut mir leid. Wir müssen hier weiter. Zumindest mal schauen, was sich hier verbirgt, befindet. So, und das Tolle ist, jetzt haben wir nämlich durch diese Karte die Möglichkeit, versteckte Wege zu finden. Also hier zum Beispiel, sie versinken wir noch. Aber wenn wir uns jetzt mal hier hinstellen, versinken wir nicht mehr. Denn hier war früher ein Weg und den können wir weiterhin benutzen. Und das fällt jetzt Link auch auf, oder Fei. Und ganz ehrlich, die sagt genau das Gleiche. Ey, guck mal, lauf auf den... Okay. Sie hat uns jetzt noch ein paar mehr Signallichter gegeben, damit wir uns besser orientieren können und besser markieren können, wo denn dieser Boden ist und wo nicht. Also einfach gesagt, wurde halt ja einfach das ganze Land jetzt mit diesem Treibsand überspült und unten drunter ist aber immer noch derselbe Boden wie damals. So, und wir müssen zu dieser Einheit und müssen uns jetzt einen Weg suchen, wo es hochgeht und der ist da hinten. Aber ist das so? Achso, ja gut, klar, logisch. Eieiei, das war knapp. Aber hier waren auch, glaube ich, andere Wege noch, oder? Wir hätten auch den Weg hier gehen können. Aber es ist auch alles egal. Es ist egal. Hier sind wir an der Adresse, wo wir hin sollen. So. Speichern wir auch... Ja, wobei, nee, wir speichern nicht, aber wir haben schon mal die Vogelstatue aktiviert. Und jetzt müssen wir in einem von diesen beiden Steinen mal wieder, wer hätte es gedacht, einen Zeitstein finden. Um zu schauen, wo denn hier das Ranel-Steinwerk liegt. Und ja, ihr habt schon richtig geraten, wenn ihr das nicht wisst. Das ist der dritte Dungeon. Dafür müssen wir allerdings noch eine Kleinigkeit tun. Und diese Kleinigkeit wird wahrscheinlich noch länger als diesen Part dauern. Würde ich zumindest mal schätzen. Aber lassen wir uns überraschen. Wer bist du? Dies ist der Hauptschalter zum Eingang des Ranel-Steinwerks. Nur eine bestimmte Kombination der drei Zeiger wird das Tor öffnen. Ich spüre in der Gegend etwas, das dem Hauptschalter ähnlich ist. Ich spüre es mit der Aurasuche auf. Alles klar. Drei Schalter. Nein! Okay. War sogar ganz gut. Wir haben wieder eine Ionenblume gefunden. Allerdings müssen wir jetzt wieder hoch. Moment, Moment. Da. Ist auf jeden Fall safe. Dann laufen wir mal hierher. Und jetzt einfach weiter geradeaus. Jawohl. Dann müssen wir auch nicht warten, bis sich unsere Stamina hier wieder aufgefüllt hat, denn das benötigt natürlich keine. Und ihr Säcke, was wollt ihr hier, hä? Glaube Takt. Ach bitte, du Sackgesicht. Nein! Oh, jetzt ist der doch eh tot. Mann. So ein Rotz, ne?
Du Assi. Verpiss dich doch mal bitte vom Zeitstein. Ja, super. Komm mal her, du Pisser. Komm mal her. Komm mal. Ja, siehst mich nicht mehr, ne, Spacko. Weg mit dir, ey. Man droppt einfach nix. Okay, hier ist aber... Nee, was ist denn hier eigentlich? Wo sind wir mittlerweile? Naja. Ich mach mal die ganzen Lichter weg und ich weiß, dass hier wahrscheinlich was war. Ich weiß wahrscheinlich. Ja, ja, da drüben müssen wir auf jeden Fall hin. Das können wir uns auch mal mit der Aura so bestätigen lassen. Das wird das Einfachste sein, was wir finden müssen. Deswegen fangen wir doch hier mal an. So, immer schön mit der Karte arbeiten, denn das wird jetzt hier langsam ein bisschen schwieriger. Müssen wir immer schön gucken, wo sich denn hier richtiger Boden befindet. Und wir müssen ein paar Donnerblumen mal wieder einpacken. So viele haben wir nämlich nicht mehr. Also da, wo wir gerade auf dem Weg sind, dieser Stelle. Ich weiß, da ist der Vogel gerade, deswegen verpisse ich mich mal. Dort befindet sich der einfachste Schalter der drei, die wir finden müssen. Auch hier können wir natürlich schon mal aufspringen. Aber da müssen wir eigentlich hin, da in der Mitte. Hier wird sich nur wieder Rubinzeugs oder sowas befinden. Ah, wobei, wir brauchen noch einen Zeitstein, fällt mir auf. Ja. Vergesst, was ich gesagt habe. Ach, die ist sogar daneben gedroppt. Gar nicht gesehen. Nein, Link, bitte, ich hab dich perfekt ausgerichtet, bitte. Danke. So. Einmal in die Vergangenheit, die Tür fällt einfach jetzt in der Vergangenheit. Jetzt müsste ich einfach so stehen bleiben. Das wär's gewesen, ey. Ein Bernstein-Halbmond. So. Hallo. Du suchst die richtige Kombination, um in das Ranel-Steinwerk einzudringen. Du siehst komisch aus, komischen Kern, verraten wir nichts. Fass den Mechanismus bloß nicht ein und nicht hineinstechen. Ich bin doch kein Perverser. Wobei, vielleicht doch. Drehen. Ja. Moment. Ich drehe und es passiert nichts. Ah, jetzt funktioniert es endlich mal. Hallo. Drehen. Stechen. Mein Gott. Ah, ist die gerade wieder fummelig. Es ist ja schrecklich. Und wir haben schon mal das Tropfensymbol. So, und das wird markiert. Und nicht ohne Grund, denn das... Also das hat jetzt erstmal überhaupt diesen Schalter da aktiviert. Aber... Ja, es spielt noch eine wichtige Rolle, wo wir das aktiviert haben. An welcher Stelle auf der Karte. Deswegen ist das sehr wichtig, dass das markiert wurde. Und wir müssen jetzt... Na, warte mal. Aurasuche nach... Uiuiuiui. Woanders hin. Auf jeden Fall. Das war aber... Nee, das war nicht der Spawnort. Nee, nee. Also dieser Farmort, wo ich immer Wüstengras farme. Der ist da drüben. Ganz genau dort. Befindet sich nämlich so eine, ja, Lagerhalle, sag ich mal. Ja, ihr seht den Crack wahrscheinlich schon. Da müssen wir hin und da ist auch immer mein... Genau. Ihr seht es schon. Hier kommt nämlich ziemlich häufig Wüstengras vorbei. Und wenn man hier einfach ein bisschen stehen bleibt, immer schön die Kamera dreht und so weiter und so fort, dann wird ziemlich, ja, ziemlich schnell Wüstengras erscheinen. Man muss es halt dann nur rechtzeitig fangen. Also das ist ein perfekter Ort, um Wüstengras zu farmen, falls ihr das braucht. Könnt ihr mal gucken, ob... Ja, guck mal. Man muss halt einfach nur schnell genug sein dann. Denn auch im... Ja, auch im Treibsand geht das Ding leider schnell kaputt. Also da muss man sich vielleicht noch ein bisschen besser optimal hinstellen hier. Ein bisschen besser hinstellen. Seine Position optimieren. So ergeben die Wörter auch alle Sinn. Und dort befindet sich nun eine von zwei Lagerhallen, die wir noch erledigen müssen, bevor wir in den nächsten Dungeon kommen. Eventuell, wenn das jetzt hier nicht, ich sag mal, schnell genug geht, nämlich innerhalb der nächsten 10 Minuten mit den beiden Hallen, dann werde ich vielleicht doch einen etwas längeren Part dann hieraus machen. Damit wir dann beim nächsten Mal wirklich perfekt starten können. Moment mal gerade. Was wollen die hier von mir? Achso, Moment, ich weiß, was sie von mir... Oh mein Gott, was sie von mir wollen. Man muss aber auch aufpassen, denn hier auf diesen Platten sind wir jetzt nicht mehr geschützt, nur hier. Da, wo die Bombe jetzt zum Beispiel ist, auf dieser Höhe, da würden die uns noch treffen. Da muss man also jetzt ein bisschen aufpassen. Na, schnell wieder zurück, bevor das Ding wieder aufwacht.
Ich glaube, da drüben, der Stein links davon, das müsste ein Zeitstein sein. Also da unter dem Felsen, den wir wegspringen müssen, ist der Zeitstein, den ich hier gerade suche. Wer sich hier schon wundert, was ich genau konkret tue. So, da ist er. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die beste Position dafür ist. Also wo ich mich am besten hinstellen sollte. Ich gehe jetzt einfach mal direkt hier hin und aktiviere... Oh, hier ist was zum Graben. Machen wir das doch direkt mal. Oh, Herzen kann ich gerade gut gebrauchen. So, aktivieren. Und jetzt werden wir auch sehen, wie die Dinge in der Vergangenheit aussehen. Nämlich so. Und das nicht einfach so. Aus keinem Grund, sondern das hat einen Grund. Ihr habt aber keinen Existenzgrund. Deswegen töte ich euch jetzt. Ihr seid einfach nur nervige Säcke. So. Wir brauchen einen von diesen Rollviechern. Deswegen ist es sehr gut, dass der eine gerade schon hier war. Denn das sind jetzt sogenannte Energiedinge. Ja, die heißen Energiedinge, ganz genau. Und die benötigen wir jetzt... Ja, scheiße. Um dieses Tor hier zu öffnen. Wir müssen noch mal kurz einen Spratzler abwarten und das Ding dann reinschlagen. So. Es hat nicht so ganz geklappt. Einen Moment. Wir haben es gleich. So, jetzt. Eine Generatoreinheit oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, und unglaublich, dann haben wir tatsächlich diesen Raum schon erledigt. Also ich hatte das viel schlimmer in Erinnerung. Aber vielleicht war auch die andere Lagerhalle einfach deutlich schlimmer. Keine Ahnung. Damit haben wir nach dem Tropfen nun auch den Blitz. Und damit fehlt nur noch das Feuer in der Mitte. Und an dieser Stelle, wo die Lagerhalle ist, können wir uns dann auch eine Abkürzung erschaffen. Die andere Lagerhalle war, glaube ich, wirklich schlimmer. Naja, da gibt es auf jeden Fall Treibsand, der wieder so fließt. Da müssen wir ein bisschen mehr mit diesen Rollkrebsen arbeiten. Und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in der Zeit, oh mein Gott, hin und her springen. Aber dennoch, ja, dann passt das ja doch wunderbar in zwei Parts. Ich habe echt gedacht, die Lagerhallen waren insgesamt ein bisschen länger. Ein bisschen langwieriger. Aber nö. Überhaupt nicht. Schön. Freut mich, wenn wir hier schnell durchkommen. Effektiv und effizient entsprechend. Effektiv ist ja... Na, wow, ich brauche das Ding nicht mehr und es tut mir trotzdem noch weh. Top. Ja, mehr wird es hier auch nicht geben. Ja, gut, da hinten ist halt noch ein Felsen. Mehr als Goodies kriegen wir jetzt hier sowieso nicht, deswegen mache ich mir jetzt nicht die Mühe, das alles nochmal zu ändern, die Zeit und so. Und nee. Nee. Da bin ich lieber effizient. Nein! Ach, er nimmt manchmal nicht alles an, was ich so mache. Also da wollte ich halt eigentlich ein bisschen höher noch so. Naja. Was soll's. Die einmal wegnehmen. Ja, wo kommen wir denn jetzt am besten lang? Eigentlich hier. Okay. Wir sind jetzt... Nein, 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 nein. Wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt einmal hier rüberlaufen. Wir müssen hier hin zu dieser Halle übrigens. Ja, wir können hier einfach so geradeaus durchlaufen. Wunderbar. Das passt mir doch perfekt in den Kram hier. Ich gehe weiter hier unten lang. Da oben ist sowieso nichts Relevantes. Ne? Nee, glaub nicht. Bei dem müssen wir jetzt aber mal ein bisschen aufbauen. Oh, der kann sogar hier teilweise hochrollen. Shit. Ignorieren funktioniert leider nicht so gut. Ja, scheiße. Bitte? Nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Nein. Ja, gut. Wir können ja auch einfach ein bisschen Slalom laufen. Das funktioniert auch. Ein Herz, sehr gut. So, ich will jetzt vor allem da nach rechts malen, denn da ist... Das hier hat später noch Relevanz. Kann ich auch schon mal verraten. Wieder nicht schnell genug. Ich brauche doch viel Wüstengras. Verdammt. Ne, den Schalter möchte ich halt vor allem mal aktivieren. Dann kommen wir nämlich direkt vom Anfang der Wüste hier hin. Das kann schon mal ganz nützlich sein. Ich muss einfach mein Netz immer bereit haben, ne? So. Lagerhalle gefunden, los geht's. Mit Teil 2 dieser Lagerhallen-Action und mit Teil 3 dieser lustigen Elementsuche, Schlüsselsuche, wie auch immer. Ja, man sieht schon, die ist ein bisschen größer. Ja, komm. Scheiße.
Aber die andere war ja auch nicht irgendwie so offensichtlich als Halle markiert, sondern war halt einfach... ja, versiegelt mit Schutt oder so. Na, ich glaube, da hinten, das ist wieder... Ich versuche mal, dahin zu rollen. Ja, das klappt sogar. Schön. Denn da müsste der Kristall sein. Jawohl. Dann können wir uns nämlich schon mal den ganzen Humbug hier sparen. Weil ganz ehrlich, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Auch wenn jetzt hier wieder irgendwelche Herzadern sein könnten oder so. Ach, das ist es mir gerade halt wirklich nicht wert, ne? Ehrlich nicht. Aber wie gesagt, wir müssen hier, glaube ich, sowieso immer mal wieder hin und her switchen. Denn wirklich ans Ende werden wir nur kommen, wenn wir in der Gegenwart sind. Oder? War doch, glaube ich, so. Genau, denn hier ist jetzt eine riesige Schlucht und wie man sich denken kann, ist das später halt uiuiui Sand. Jetzt kann ich keinen Fangstoß machen, weil ich keine Energie mehr habe. Super, also keine Ausdauer. War jetzt natürlich doof. Na, Link! Setz doch deine Prioritäten, Mensch! Ja, ja, sehr schön, danke, 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 danke. Loot kann ich immer gebrauchen. Auch wenn es Schmutz ist, das hier war zum Beispiel jetzt kein Schmutz. So, alles klar. Dann schauen wir uns jetzt mal hier oben um. Was war denn jetzt hier Sache? Ja, ich sage Herzen, ey. Wer braucht das denn? So, da oben. Kommen wir da jetzt von hier aus hin? Ja, okay, alles klar. Nee, das war nur ein Rückweg dann, genau. Das ist jetzt da, wo wir feststellen, so, ach scheiße, das klappt hier so gar nicht so ohne weiteres. Aber ich glaube, wir müssen uns schon mal hier positionieren, damit wir in der Vergangenheit irgendwie, in der Gegenwart eine bessere Stellung haben. Ich weiß es nicht. Wir brauchen genau dieses Ding. Das ist Fakt. Ist nur wieder die Frage, wie stelle ich das hier an? Nein! Shit, der kann mich ja treffen. Stimmt. Fuck. Ganz vergessen. Aber umso besser. Oh Mann. So. Jetzt müssen wir nicht einmal den Transport nehmen. Und dann uns einen Rückweg schaffen. So. Indem wir jetzt nämlich hier höchstwahrscheinlich, oder nee, wobei, hier wird wahrscheinlich kein Zeitstein mehr sein. Oh, was ist denn da? Ah, okay, Dekonüsse. Nehmen wir mit, Kerne, sorry. Das können wir trotzdem gut gebrauchen. Ach Mann, die elektrisieren so schnell. Warum? Finde ich nicht gut. Was haben wir hier? Ich hätte mal gerne wieder einen Schattenkristall. Hättest du Bock? Helden Ernst. Naja, okay. Ja, schon ein bisschen öfter, glaube ich. So. Und damit haben wir uns jetzt eine Grundlage geschaffen. Glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das denn jetzt funktioniert, dass wir dieses Ding darüber ballern. Aber wir werden es jetzt herausfinden. Können wir das irgendwie da hochwerfen? War das so? Weil anders macht das für mich gerade keinen Sinn. Ich glaube, das ging. Ist aber mit ein bisschen Aufwand jetzt verbunden. Also Zeitaufwand. Weil wir immer warten müssen, bis das Ding steril ist, nenne ich es mal. Und wenn das jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, in unseren Händen vibriert, wäre das nicht schön. Aber ist halt auch doof zu wissen. Weißt du, wenn der liegt, hat er eine viel längere Zeit, wo der nicht elektrizisiert ist. Richtig dreist. Das könnte jetzt ein bisschen kacke werden. Komm, mach. Halbe Lebenszeit warten hier. Hallo, Link, bitte. Du kannst... Ach, Link, jetzt stell dich doch bitte nicht so an. Das ist der Weg, wie es gemacht werden soll, oder? Muss eigentlich. Oder übersehe ich gerade irgendwas komplett? Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob das so gemacht werden soll, ne? Scheiße. Aber ich meine, sonst hat es ja überhaupt keinen Sinn, da überhaupt erstmal rüber zu gehen. Ey, ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob das der Weg ist, ne? Scheiße.
Wir kriegen den da nicht hoch. Das ist ja wieder ganz unten, ne? Moment mal, was wollten die von mir? Jetzt gerade bin ich doch ein bisschen verwirrt. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist den Kristall halt von da und dann... Ja. Ich glaube, das muss man echt so machen. Okay, pass auf, dann... Ist das wohl eher so vorgesehen, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dass wir das Ding irgendwie nach da drüben locken und dann... Ich verstehe das gerade gar nicht. Hä? Wie war das? Ich glaube halt ehrlich gesagt schon, dass ich gerade recht hatte. Aber... Naja. Ich meine, es bringt mir doch jetzt nichts, wenn ich jetzt... Hier jetzt, sage ich mal, den Käfer zücke, in die Vergangenheit mache und so, dann fällt das Ding einfach in den Abgrund, oder was? Ich glaube, ich war schon auf dem richtigen Weg, ehrlich gesagt. Aber das Ding dreht sich einfach um und nichts passiert. Supi. Das muss so gewesen sein. Ey, ich versuch's noch ein bisschen. Der Part wird jetzt sonst noch deutlich länger. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo das Ding gerade ist. Habe ich das jetzt für immer verloren? Mein Gott. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal so versuchen, das Ding da oben hinzuwerfen und so. Ja. Und wenn wir dann das Ding aktiviert haben, sollte es irgendwann passieren, dann wären wir ja auch eigentlich schon bereit, in den Dungeon zu gehen. Das heißt, dann würde ich noch vor dieser Lagerhalle wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich noch rausgehen, würde ich dann auch sowieso den Part beenden und dann beim nächsten Mal, ja, das Ranell-Steinwerk zu aktivieren und im Endeffekt dann auch reinzugehen. Also der Dungeon ab dem nächsten Part. Dann hat die ganze Wüste tatsächlich, mit Ausnahme der kurzen Ankunft im vorherigen Part, gerade mal... Ach, ich bin auch doof, ne? Ich kann das Ding natürlich noch ein bisschen weiter weg bewegen. Dann funktioniert das vielleicht besser. Ey, das war aber doch... Ich mach gerade irgendwas falsch. Das war doch nie im Leben so. Das war nicht so. Okay, bis gleich. Ja, ich bin halt auch echt komplett lost, ne? Meine Güte, ja. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade irgendwie alles komplett ausgeblendet. Leute, ich verstehe wieder endlich, was los ist. Aber ich weiß nicht, wie ich... Oh, na, scheiße. Wie ich das die ganze Zeit übersehen konnte, oh mein Gott. Ja, also wirklich, halt wieder komplett lost. Ich glaube, ich habe das Spiel gerade einfach zu lang gespielt. Moment. Wir müssen natürlich einfach nur mit dem Greifkäfer jetzt das Ding packen und rüberfliegen. Aber irgendwie habe ich diese Möglichkeit komplett außer Betracht gelassen, ne? Wir hätten hier so viel schneller in diesem Lagerhaus voranschreiten können, ne? Ne, wir müssen offenbar tatsächlich, ich habe es gerade mal versucht, man kann nicht einfach ZR drücken. Man muss wirklich ZL drücken und dann ZR. Sonst kann man das Ding nicht fallen lassen. Ich meine, das war in der Wii-Version damals anders. Naja. Wie dem auch sei. Ich dachte ja schließlich auch, dass wir das Ding da hochwerfen müssen. Weil ich einfach alles andere komplett vergessen habe und ignoriert habe, wie auch immer. Jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie dieses Tor treffen. Das schaffen wir auch noch irgendwie. Irgendwann. Ja bitte, komm. Danke. So. Dann stecken wir noch schnell unser Schwert ein. Und dann wird dieser Part genau an dieser Stelle beendet. Dann gehen wir beim nächsten Mal. Also ich gehe noch aus dem Lagerhaus raus, wahrscheinlich selbstständig. Dafür muss ich euch jetzt nicht nochmal mitnehmen. Wir waren hier lang genug drin. Und dann werden wir das Ranell-Steinwerk, wie angekündigt, beim nächsten Mal öffnen und betreten. Und hier haben wir ein Monsterhorn, das haben wir auch noch gar nicht gefunden. Damit fehlt nur noch ein Finsterhalbmond und eine normale Feder. Nett. So, drehen, stecken, fertig. Uff. Das war eine Geburt. Aber egal. Beim nächsten Mal Dungeon Nummer 3. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter am Ranell-Steinwerk. Werde ich tun. Bis zum nächsten Mal. Ciao.